Fast 1000 Zuschauer wollen sich das Schlagerspiel der vierten Runde der Master Round zwischen Neumarkt und Eppan nicht entgehen lassen. Es geht um den zweiten Tabellenplatz. Neumarkt muss gewinnen, um die Piraten in der Rangliste zu überholen. Bei den Piraten feiert der 21-jährige slowakische Verteidiger Milan Bednar sein Saisondebüt, während Neumarkt Neuzugang Tomi Vilenius präsentiert. Der 21-jährige Finne ersetzt den am Finger verletzten Stefano Margoni. Überhaupt hadert Neumarkt derzeit mit dem Verletzungspech, denn auch Martin Bertignol und Steve Pelletier fallen aus. Außerdem verletzt sich zu Beginn des Spiels auch noch Jimmy Kilpatrick. Der US-Amerikaner zieht sich eine Schulterluxation zu und muss nun 3 Wochen pausieren. In der 6. Minute schickt Schiedsrichter Ferini Stefan Unterkofler auf die Strafbank, wo auch schon Peter Stimpfel sitzt. Neumarkt also in doppelter Überzahl. Vilenius spielt Christian Willeit an, dieser sieht den Freistädten Rudi Lokatin und die Hausherren führen 1:0. Für den 31-jährigen Stürmer das 15. Saisontor und der insgesamt 38. Scorerpunkt. Damit bestätigt er sich als erfolgreichster Torschütze der Neumarkter, was man ja auch am gelben Helm erkennen kann. Bei Eppan trägt übrigens der Schwede Patrick Wallenberg den gelben Helm. Nur 2 Minuten später die nächste gute Möglichkeit für die Wildgänse. Hannes Walter ergattert sich den Puck, Thomas Dragost kann abwehren, dann Lokatin und wieder Dragost und schließlich zeichnet sich der Eppaner Torhüter erneut auf Hannes Walter aus. Statt des möglichen 2:0 fällt aber in der 9. Minute das 1:1. Milan Bednar zieht von der blauen Linie ab und Philipp Jaitner lenkt den Puck unhaltbar ins gegnerische Tor. Für den jungen Eppaner Stürmer der 3. Treffer in dieser Meisterschaft. Noch einmal der Schuss von Bettner und die entscheidende Richtungsänderung durch Jaitner zum 1:1 unentschieden. Und die Gäste setzen nach. Nur 85 Sekunden nach dem Ausgleich dankt sich Philipp Jaitner am Flügel durch, schaut auf, sieht den Freistädten Philipp Platter, das 2:1 für die Eppaner. Der 26-Jährige feiert sein 4. Saisontor. Eppan dreht in knapp 1 Minute das Match und liegt nun in Führung. Beim 2:1 bleibt es auch bis zur ersten Drittelpause. Auch im Mitteldrittel erleben die Zuschauer ein sehr gefälliges Spiel. Daniel Peruzzo spielt mit einem herrlichen Pass Daniele Veggiato an, aber Alex Caffi wächst über sich hinaus und macht die Chance zunichte. Auf der Gegenseite schickt Vilenius Rudi Lokatin, der jedoch etwas zu lange zögert und dann nicht mehr einnetzen kann. In der 27. Minute muss der ehemalige NHL-Spieler David Hale auf die Strafbank. Wieder der auffallende Tomi Vilenius, der eigentlich Peruzzo anspielen möchte. Peter Stimpfel greift dazwischen und hat Pech, denn er lenkt die Scheibe direkt ins eigene Tor zum 2:2. Dragost kann auch nicht mehr retten, für Vilenius der 1. Treffer in der INL. Stimpfel ärgert sich natürlich. Die Hausherren erhöhen jetzt den Druck. Sulman zieht ab, die Scheibe kommt zu Andriy Nedved, aber der schießt daneben vorbei. Dann wieder eine Strafe gegen Hehl. Der 32-jährige US-Boy nimmt in der Kühlbox neben Wallenberg und Tobias Ebner Platz. Auf der Gegenseite sitzt Walter auf der Strafbank. Neumarkt also zum 2. Mal in dieser Partie in doppelter Überzahl und zum 2. Mal erfolgreich. Vilenius auf Lokatin, Querpass zu Michael Sulman, das 3:2. Für den 20-jährigen Stürmer bereits das 11. Saisontor. Gespielt waren genau 32 Minuten. Die letzte Aktion im Mitteldrittel geht dann vom Peruzzo aus, der Philipp Jaitner anspielt, aber Alex Caffi passt auf. Eppan sucht natürlich den Ausgleich, wirft im Schlussdrittel alles nach vorne. Caffi lenkt den Schuss von Stefan Unterkofler ab. Im Nachschuss versucht es dann auch noch Jan Wallner, aber der trifft nur den Außenpfosten. Besser macht es in der 48. Minute David Hale. Zuerst will sich Peruzzo durchsetzen, Simonazzi kann ihn aber aufhalten. Dann kommt Hale und bezwingt Caffi zum 3:3. Für Hale, der immerhin 344 NHL-Spiele auf dem Buckel hat, Treffer Nummer 5 in der INL. Mit der Torkamera kann man die Situation besser erkennen. Der satte Schuss von Hale und es steht 3:3 unentschieden. 10 Minuten vor Spielende das Zuspiel von Walter auf Philipp Jaitner, der aber aus sehr günstiger Position vergibt. Anschließend scheitert auch Eppan-Kapitän David Ceresa. Hier hätte Jaitner wohl den Sack endgültig zumachen können. Die Begegnung bleibt aber weiterhin spannend. Tobias Ebner mit dem herrlichen Pass auf Veggiato, aber der trifft nur den Pfosten. Solche Gelegenheiten lässt sich Veggiato normalerweise nicht entgehen. Auf der Gegenseite versucht es Tomi Vilenius, aber auch er scheitert am Pfosten. Das Match bleibt hochinteressant auf hohem Niveau, ein echtes Spitzenspiel.
Drei Minuten vor Spielende noch diese strittige Szene. Marco Simonazzi spielt seinen jungen Teamkollegen Dominik Massard an und dieser trifft zum vermeintlichen 4:3. Vermeintlich, denn Schiedsrichter Claudio Ferrini annulliert den Treffer wegen Torraumabseits. Zu Recht, wie man in der Wiederholung erkennen kann, Massard steht mit seinem Schlittschuh im Torraum. So muss der Sieger dieser Partie im Penaltyschießen ermittelt werden. Daniele Veggiato geht als erster ran und trifft zur Führung der Eppaner. Weniger gut machen es dann Enrico Dorigatti, Philipp Platter und Matteo Beti, die alle drei am gegnerischen Torhüter scheitern. Als fünfter Schütze trifft es Patrick Wallenberg. Trifft er, gewinnt Eppan das Spiel und der Schwede lässt sich nicht zweimal bitten und beschert den Eppanern den zweiten 4:30 nach Penaltyschießen in nur 22 Stunden. Na, ich glaube, wir waren über drei Drittel die spielbestimmende Mannschaft. Da haben wir ein Problem, die Strafminuten gekriegt. Sie haben es ausgenutzt, jetzt haben drei Powerplay-Tore geschossen und so wie wir keiner hat sich beklagen gekannt, wenn wir nur drei Punkte mitgenommen haben, glaube ich. Wir haben eine gute Leistung gebracht und glaube für drei Drittel durchgekämpft und den Penaltyschießen, du schaust so eine Sache nicht.